Ja, vor einigen Jahren habe ich in Haifa eine alte jüdische Frau getroffen, die stammte aus Brünn und sie hat Deutsch gesprochen und sie ist im Erwachsenenalter nach Israel gekommen und sie konnte auf Tschechisch konnte sie sagen, Děkuji a prosím, aber von Tschechisch wusste sie eigentlich nichts und sie konnte gar nicht verstehen, dass heute in Brünn von der deutschsprachigen Kultur eigentlich nichts mehr zu finden ist. Und ich muss sagen, ich kann es auch nicht verstehen. Eine Stadt, die noch vor wenigen Jahrzehnten, der Geschichte eigentlich eine relativ kurze Zeit, hauptsächlich deutschsprachig gewesen ist, durch die Mehrzahl der anwesenden mährischen Deutschen und mährischen Juden, hat heute davon nichts mehr vorzuweisen, außer einigen architektonischen Baudenkmälern, aber im Leben ist das vollkommen ausradiert. Das ist für mich unbegreiflich. Ja, ich selbst, wenn ich zum Beispiel auf einem Formular ausfüllen müsste, welche Nationalität ich habe, dann bin ich immer ganz verunsichert. Ich weiß es eigentlich nicht. Meistens schreibe ich dann Deutsch, aber das stimmt nicht. Meine Mutter stammt aus Aussig, Ustinarlabem. Und wenn man sie gefragt hätte, hätte sie gesagt, sie ist eine Sudetendeutsche. Aber der Begriff Sudetendeutsche ist eigentlich sehr fragwürdig. Was ist das für ein komischer Begriff? Wo ist der entstanden? Die Sudeten sind nur ein ganz kleines Gebiet. Und die tschechischen Deutschen, wie ich sage, beschränken sich keineswegs nur auf dieses Gebiet. Und sie haben kulturell auch mit den sogenannten Reichsdeutschen eigentlich nichts zu tun gehabt. Also für mich war das immer so eine Sache. Meine Tante, 10 Jahre älter als meine Mutter, also meine Mutter war 1921 geboren und die Tante also, ich glaube, 1911, wenn man sie gefragt hat auf Deutsch, dann hat sie gesagt, ich bin eine Böhmerin. Ja, also das ist so seltsam überhaupt, wie sich das politisch entwickelt hat mit den sogenannten Sudetendeutschen. Meine Mutter hat mir schon gesagt, ja, es stimmt, dass die Menschen in Aussig gejubelt haben und einige auch ehrlichen Herzens, als die Deutschen gekommen sind. Und sie haben es tatsächlich zum Teil als Befreiung empfunden. Ein großer Irrtum, wie sie noch am gleichen Abend in der Nacht verstanden haben, auf der Grundlage dessen, wie sich die Reichsdeutschen benommen haben. Sie haben schon am nächsten Tag hat es ihnen leid getan, dass sie gejubelt hatten. Aber viele Sudetendeutsche, sogenannte, die ich befragt habe, haben gesagt, ja, Masaryk haben wir sehr geliebt. Und die Erste Republik war für uns unsere Heimat und wir hatten damit kein Problem. Aber dann kam Beneš. Und Beneš war ein Nationalist, ein Tschechischer und die anderen nationalen Minderheiten haben sich irgendwie bedrängt gefühlt. Also nicht nur die Deutschen, sondern auch die Juden. Sie haben gesagt, ja, der Masaryk war fantastisch, aber der Beneš, der war demagogisch, der hat uns nicht gefallen. Und so gab es tatsächlich unter der Bevölkerung in diesen Gebieten eine Stimmung, die nicht so begeistert war für ihre tschechische Heimat. Kurzzeitig, aber das hängt mit diesen politischen Zusammenhängen zusammen. Also, wenn es dann nach dem Krieg zu dieser Vertreibung der sogenannten Sudetendeutschen gekommen ist, dann war das eine Rache, die war an den falschen Adressaten gerichtet. Die Mehrzahl der sogenannten Sudetendeutschen war relativ unpolitisch und sie waren genauso Opfer des Faschismus wie die Tschechen. Und aus meiner Sicht will niemand die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges revidieren. Das große Verbrechen hat woanders stattgefunden, aber auch die Vertreibung der deutschsprachigen Tschechen, wie ich sage, war ein Nachkriegsverbrechen, durch nichts wirklich zu rechtfertigen.